Und herzlich willkommen bei Häkeln mit Voldusa. In dem heutigen Video häkeln wir diese kleine Zipfelmütze. Perfekt für unsere Eulen aus den letzten Videos. Aber ihr könnt es natürlich auch prima für ganz normale Sorgenwürmchen verwenden. Also wir benutzen super süß, weihnachtlich. Ja, ganz einfach gemacht. Ich sage euch auch direkt, was wir brauchen. Wir verwenden Baumwolle, 50 Gramm auf 125 Meter. Eine 2 mm Häkelnadel brauchen wir. Klar, eine Nadel und eine Schere. Ja, und an Farben, klar, ihr könnt hier frei wählen. Ich verwende hier ganz traditionell Rot und Weiß. So, ich mache das mal ab und lege es euch mal hier hin, dass ihr seht, wie es aussieht. Wir starten auch direkt schon mit unserer roten Wolle. Wir beginnen von hier oben und häkeln nach unten. So, wir starten mit einem Fadenring und häkeln in diesen Fadenring 3 feste Maschen. So, 3 feste Maschen, ist das geschafft, Finger rausziehen, Fadenring zuziehen. So. Einmal hier ziehen und jetzt geht es direkt schon weiter mit unserer nächsten Runde. Wir verdoppeln jede Masche. Das bedeutet immer 2 feste Maschen in jede Masche und kommen somit auf eine Maschenanzahl von insgesamt 6. So, habt ihr das geschafft? Zieht ihr jetzt hier ordentlich diesen Fadenring, diesen Anfangsfaden gut stramm und den kürzen wir uns jetzt ein bisschen ab hier, dass uns nichts im Weg rumhängt. Und jetzt stülpen wir dieses Häkelstück schon auf die richtige Seite. Also es ist ein bisschen knifflig, aber das klappt ganz gut, wie ihr seht. So, ja, dass dieser Anfangszippel hier innen ist. Und jetzt geht es weiter mit unserer nächsten Runde. Ich zähle es mir hier mit. Ihr könnt natürlich auch jetzt schon einen runden Markierungsfaden einlegen. Wir häkeln jetzt 3-mal eine feste Masche und eine Verdopplung. Ich zeige es euch kurz, wie ich mir das mitzähle. Das geht jetzt hier in dieser Runde, wo es wirklich noch so klein und eng ist, am allerbesten. Also wir häkeln hier einmal eine feste Masche. Eine. Die nächste wird verdoppelt. Das ist unsere erste Verdopplung. So, wenn ich von Verdopplung spreche, sind es immer 2 feste Maschen in eine, ja? So, wieder eine feste Masche. Und jetzt die zweite Verdopplung. Wieder eine feste Masche. Und es folgt die dritte Verdopplung. So, jetzt haben wir hier schon ein bisschen größeres Stück. Und jetzt könnt ihr euch ruhig einen runden Markierungsfaden einlegen, da reicht so ein andersfarbiger Wollschnipsel, gerade einfach so in das Häkelstück einlegen. Es geht jetzt weiter in der nächsten Runde mit 2 festen Maschen und einer Verdopplung. Ups, so, einer Verdopplung, immer wiederholend, ja? Also 2 feste Maschen und eine doppelt. Ich bleibe jetzt gerade mal hier, ist ja schnell gemacht. Sind ja immer nur 3 Verdopplungen pro Runde. So, haben wir das geschafft, holen wir uns den Markierungsfaden und klappen uns den einfach so über das Häkelstück drüber. Nächste Runde, 3 feste Maschen. So, 2, 3 feste Maschen und eine Verdopplung. So, auch das machen wir hier immer wiederholend. Also 3 feste Maschen, eine doppelt. Runde geschafft, Markierungsfaden wieder umklappen. Es folgt eine Runde, je eine feste Masche. So, jetzt häkelt ihr hier überall eine feste Masche rein, bis wir an unserem Markierungsfaden halt angekommen sind. Sind wir hier an unserem Markierungsfaden angekommen, könnt ihr den jetzt ruhig rausziehen. Wir machen jetzt einen Farbwechsel zu Weiß. Dazu stechen wir in die nächste Masche hier noch einmal ein, holen uns den Faden, so, aber jetzt nicht durchziehen,
sondern wir schneiden uns jetzt erstmal hier das Rot ab. Ich mache das jetzt persönlich nicht immer ganz so kurz. Das schneide ich mir lieber später immer noch ein bisschen weg. Da kommt man ein bisschen besser klar, ein bisschen besser zurecht. So, wir holen uns unsere weiße Wolle, halten die so an, ja, und ziehen jetzt diese erste Masche mit Weiß hindurch. Es folgt jetzt hier in dieser Runde immer 4 feste Maschen und eine Verdopplung. Wir brauchen jetzt hier in dieser Runde keinen runden Markierungsfaden. Das bekommen wir hier angezeigt mit der weißen Wolle. Ne? Also hier, dieser erste Durchzug ist unsere erste Masche. Die wird jetzt mitgezählt. Hier diese 2 Anfangsfäden, die legen wir uns einfach so an das Häkelstück hier dran. Die häkeln wir jetzt ein kleines Stück lang mit. Also das war die erste Masche. Die zweite, seht ihr, die wird einfach mit umschlungen. Dritte. Und die vierte. So, immer so ein bisschen zurechtlegen. Und jetzt die vierte, also 4 feste Maschen und jetzt eine Verdopplung. So rum. So, eine doppelt. Und jetzt könnt ihr euch hier den Rest einfach so mal nach hinten klappen. Kann man sie später prima wegschneiden. Immer wiederholend. 4 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 und eine doppelt. Doppelt und dann sind wir hier kurz vor Schluss angekommen. Seht ihr, hier hatten wir eben den Farbwechsel. Ich persönlich mache das jetzt so, dass ich hier diese Masche, diese letzte rote quasi, einfach überspringe, hier in diese erste weiße einsteche und eine Kettmasche ziehe. So, jetzt schneiden wir uns den Faden ab. Macht es nicht ganz so kurz, dass wir ihn noch ordentlich vernähen können. Wir ziehen an dieser Schlaufe, bis sie hier einmal so schwupps durchgezogen ist. So, hier innen drin diese ein paar Fäden, die könnt ihr euch einfach prima gerade so ein bisschen zurechtkürzen. Je nachdem, wenn ihr es vorhabt, dass ihr es jetzt wirklich direkt mit einer Heißklebepistole irgendwo ankleben möchtet, dann braucht ihr noch nicht einmal das abzuschneiden. So, jetzt schnappen wir uns unsere Nadel und vernähen hier noch diesen weißen Faden. Ich zeige es euch mal, wie ich das jetzt hier mache. So, ich steche auch hier einmal, überspringe ich hier eine Masche, steche einmal hier ein, ziehe mir ein bisschen dran und dann kann man das wieder quasi einmal so ein bisschen zurückweben noch. Seht ihr, das ist jetzt wirklich schnell gemacht, dieser einen Faden. So, gerade wieder so ein bisschen zurück. Und dann hält das auch alles wunderbar. Knapp kann ich abschneiden das Ganze. Und dann haben wir unser, was ist heute wieder los, ist hier mit mir. Dann haben wir unser Grundgerüst für die Mütze schon geschaffen. Jetzt fehlt natürlich noch dieser kleine Puschel. Ihr habt natürlich jetzt die Wahl. Es gibt diese kleinen Puschelchen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt welche gerade hier habe. Ja, ich komme jetzt nicht gerade dran. Die könnt ihr natürlich direkt ankleben. Oder ich zeige es euch halt, wie ihr das auch selbst machen könnt. So, dazu holen wir uns unsere weiße Wolle hier wieder. So, das legen wir mal auf die Seite. Und dann schneiden wir uns einfach mal 6 Fäden. So, das könnt ihr einfach so ein bisschen klappen. Braucht ihr nicht einmal so viel. Also es reichen wirklich auch kleine Wollschnipsel. So, da kann man das immer so übereinander klappen. Das sind jetzt 3, 4, 5, 6 Stück. Schneiden wir uns jetzt mal weg, legen wir uns hin. Dann holen wir uns einen Faden, ein kleines bisschen länger. Den legen wir uns jetzt einmal hin, holen uns unsere Fäden, legen die einfach auf diesen Faden drauf und schnappen uns jetzt hier von diesem langen Faden beide Enden und machen uns hier einen schönen festen Doppelknoten, so richtig in der Mitte halt von diesen Fäden. So, und dann holt ihr euch diese beiden Fäden so in die Hand. Jetzt streicht ihr hier diese einzelnen so einfach so ein bisschen nach oben. Könnt ihr auch ein bisschen so drehen mit dem Daumen und mit dem Zeigenfinger. In sich zusammendrehen, das klappt auch ganz gut. Und jetzt schneiden wir uns hier wirklich richtig gut was weg. Seht ihr, so lange Fäden hätte es jetzt gar nicht gebraucht. Also es gehen auch wirklich ganz kurze Wollschnipsel. So, so sieht das jetzt aus. Jetzt holt ihr euch einfach die Stickschere, haltet das so fest. Und da wird das Ganze so ein bisschen wuschelig. Immer die Wolle so ein bisschen spalten.
So, für die, die den Hotfix haben, da kommt ja immer noch diese kleine Bürste mit, eignet sich prima für sowas. Das verwuschelt dann alles noch schneller. Geht wirklich dann ratzi-fatzi das Ganze. So. Ich hätte jetzt hier, kann man das noch ein bisschen abschneiden, ist jetzt ein bisschen dunkler geworden, die Spitzen hier. Tatsächlich habe ich es vorher noch auf dem Hotfix benutzt. Also schaut, dass die vorher unbenutzt war. Ich habe jetzt die falsche gegriffen. Naja, passiert. So, dann wuschel ich hier mal noch ein kleines bisschen drüber mit meiner Stickschere. So, das Dunkle ist jetzt aber hier weg. Ist nichts Großartiges passiert. Ihr könnt das noch so ein bisschen drehen. Seht ihr? Da habt ihr so einen kleinen Mini-Puschel. So, da fädel ich mir jetzt hier, Entschuldigung, einen Faden ein davon. So, da mache ich das persönlich jetzt so, dass ich einmal hier durch diese Spitze, gerade so ganz leicht, die Wolle kann sich ruhig spalten, durch zwei so Maschen oder gerade so zwei Schlingen. Seht ihr, das ist jetzt gespalten, das ist gar nicht schlimm, soll nur hier fixiert sein. Wir holen uns den ersten Faden wieder und machen uns jetzt einfach hier Doppelknoten. So, Puschelchen ist dran. So, das kann man natürlich noch weiter jetzt hier verfilzen. Achtet natürlich drauf, wenn ihr auch diese Bürste von der Hotfix-Maschine verwendet, ja, dass er halt sauber ist. Alles passiert halt. Ich habe zwei, eine, die benutze ich immer zum Verwuscheln. Und eine für den Hotfix mal vorne sauber zu machen. Ich habe jetzt natürlich gerade die falsche gegriffen. Das ist immer der Vorführeffekt. So, die Fäden holen wir uns, wenn wir das jetzt angeknotet haben. Und die ziehen wir uns jetzt einfach hier in das Innere. Gerade so hier oben durch, wo wir den Fadenring hatten. So, da zieht er ordentlich dran. Und dann schneiden wir uns hier einfach auch den Rest gerade weg. So, das war's schon. Seht ihr? Und dann haben wir eine kleine süße Mini-Mütze. Und die passt, wie ich euch gezeigt habe, ja prima den Eulen. So, ein bisschen Ohrbietchen hier rein. Und dann zieht ihr das einfach so ein bisschen hier drüber. So, ihr könnt das natürlich jetzt, wenn ihr diese Eule jetzt oder irgendwas anderes als Magnet zum Beispiel habt. Also, das finde ich jetzt ganz süß. Ich werde mir jetzt hier auch noch einen Magnet dran machen. Ich mache es dann an der Weihnachtszeit. Mal ziehe ich dir einfach die Mütze an und dann ist hier schon perfekt mit dekoriert. Und im Frühling ziehe ich sie einfach wieder aus. Aber gut, die hat jetzt aber noch eine Schneeflocke. Das passt dann nicht ganz gerade. Also werde ich es wahrscheinlich dann doch ankleben und mir noch eine weitere Eule häkeln. So, sind ja wirklich schnell gemacht. So, wir anzukleben, klar, da braucht ihr nur ein bisschen Heißkleber dran zu machen. Falls ihr jetzt direkt diese Version mit angeklebter Mütze wollt, dann könnt ihr euch aus dem letzten Video hier, wo ich euch gezeigt habe, wie ihr nur diese Ohrfedern, Puscheln oder sonst was, wie es heißt, drankleben könnt. Den Schritt könnt ihr dann euch sparen und direkt die Mütze dran machen. Ne? Also das geht wunderbar. Solltet ihr euch für die Aufhängungsversion entscheiden, wie jetzt hier bei diesen Sorgenwürmchen, habe ich jetzt dieses Sorgenwürmchen so gehäkelt. Ich erkläre es euch kurz. Ich habe einfach nur hier unten das Würmchen gehäkelt, ja, bin wieder zurück, klar mit unserem Muster. Und die Aufhängungsschlaufe habe ich separat gehäkelt, ja, ganz separat. Und bin hier, habe ich dem, ja, man sieht es noch, ich mache es mal ein bisschen hoch, dem, also der Perle hier diese Mütze angezogen, ja, sieht man das? Und bin hier mit der Nadel, mit diesen zwei Fäden der Aufhängungsschlaufe, einfach versetzt durch diese Mütze durchgegangen. Ja, hier oben versetzt und einmal hier unten. Und dann könnt ihr einfach hier euer Sorgenwürmchen mit annähen. Da geht ihr einfach mit diesem Faden von der Aufhängungsschlaufe einmal hier durch diesen Würmchenkörper durch, macht einen Doppelknoten und die Fäden von diesem Würmchen, die vernäht ihr einfach in diesem Kopf. Also mehr ist es gar nicht. Ne? Also das bekommen wir hin. Das sieht super süß aus und jetzt sind wir hier weihnachtsmäßig auch ausgestattet. Mit unseren ja, Holzperlen-Versionen. Ich weiß, es sind viel geworden im Moment in letzter Zeit. Aber ich finde es auch einfach so süß. Und es kommt immer irgendwie eine neue Idee dabei, an denen ich euch gerne teilhaben lasse, was ich halt so mache. Das starrt mich jetzt gerade an. Ich muss es noch einmal euch zeigen. Es ist so süß, auch mit diesem Hut. Der ist jetzt fix und fertig, der ist mal ein bisschen schneller. So, aber Weihnachtsmann, super goldig.
Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich habe heute wieder unheimlich viel geredet und gemacht. Naja, manchmal ist es halt hier so. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!